Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 55 von Apfeltalk Live. Heute leider nicht live, aber immerhin mit Jesper. Hallo, grüß dich, Jesper. Hallo Michi. Wie geht's dir? Und Ingi, hallo Ingi. Hallo Ingi. Hast du die eine Der ist nicht Woche? ganz drauf. Das stimmt, mein Ingi, guck Kopf. mal, hör, 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 hör. Ja, Nee, dann die egal. Einblendung ist sozusagen über ihm. Naja, egal. Also da stehen unsere Namen, falls ihr die mal verwechselt. Es wird gelegentlich mal, wirst du für mich gehalten und ich Ehrlich? für dich. Das ist ganz furchtbar. Wirklich? Ja, Ist ein kommt Ding. vor. Also, heute sind wir nicht live für euch. Das ist nicht, weil heute Feiertag ist, sondern weil, wenn ihr dieses Video seht, bin ich schon im Flieger nach Kalifornien. Genau. Aber mehr sage ich dann nicht. So, also deswegen eine Aufzeichnung. Wir haben in der letzten Woche ja ausgiebig über Cupertino und über iDevices und die Keynote gesprochen. Und diese Woche, weil das so gut war, auch mit Christian, haben wir gesagt, ach komm, wir schalten den einfach nochmal dazu und reden nochmal mit ihm über das ganze Gedöns, Apple, iDevices, Steve und Tim Cook, einfach mal so ein kleines, weil wir heute ja auch Feiertag haben, so ein bisschen so History. History in the Making sozusagen. Und wir freuen uns, wenn ich es hinkriege mit meinem Laptop, das habe ich ja jede Woche das Problem. Das kriege ich nie hin, weil ich nie weiß, wo dieses blöde Skype ist. Da ist es. Lieber Christian, grüß Hey. dich. Ja, Schön, dass herzlich du. willkommen auch bei mir und so. Ja, wir begrüßen dich bei uns und uns bei dir. Ich habe jedes Mal Angst, Herrlich. dass er dann jetzt irgendwie ein Schleudertrauma hat, wenn er so hin und her geschubst wird, Ja, gell? ich Aber gern. war gerade so ein bisschen, ich bin ja quasi durch die Gegend gestoßen Ja, da worden. musst du jetzt mal durch. Wir trinken übrigens Kaffee, weil das jetzt schon die 15. Sendung ist, die wir heute aufzeichnen. Ach, echt? Stimmt nicht. Alles Lug und Betrug in diesem Internetfernsehen. Okay, Christian, also, du warst ja lange Zeit, sage ich jetzt einfach mal so, ohne es genau zu wissen, du warst lange Zeit Redakteur bei Apfeltalk, später, Fast 5 Jahre, ich das glaube. kann man als lange Ja, Zeit, das ist das klar. ist zuletzt dann ja sogar Chefredakteur. Also wenn jemand weiß, worum es geht, dann du. Jetzt bist du ja bei der Computerbild als Redakteur. Machst du da eigentlich, um das nochmal vorab zu klären, hauptsächlich kümmerst du dich hauptsächlich um Apple bei Computerbild? Witzigerweise ja. Kommt Also das? es war, ich bin nicht deswegen da gelandet, das war also nicht die Intention, aber schnell haben beide Seiten irgendwie festgestellt, macht ja Sinn, denjenigen das machen zu lassen, der das schon seit Jahren tut. Und daher mache ich sehr viel zu Apple. Wir haben natürlich auch sehr, sehr versierte Kollegen, die da mitmachen. Gerade im Heftbereich machen das andere Kollegen. Also ich schreibe sehr viel online, bin aber umso weniger im Heft, weil ich kann mich nicht zweiteilen und die anderen machen das auch wirklich hervorragend. Aber die meiste Zeit im Büro habe ich irgendwas mit Apple auf dem Bildschirm. Wie muss man sich so ein, das interessiert mich jetzt tatsächlich mal, wie muss man sich so einen Arbeitstag eines Computerbildredakteurs vorstellen? Was ist so dein, was machst du so den Tag über? Das ist relativ einfach zu erklären sogar. Ich bin Nichts. um 8:30 meistens in der Redaktion. Dann setzen wir uns erstmal hin und gucken uns an, okay, welche News sind uns zugeteilt worden zum Beispiel oder was ist gerade akut, was ist die Nacht passiert, was man irgendwie verpasst hat. Wir haben ja feste Arbeitszeiten im Gegensatz zu Blogs. Das heißt, wir müssen dann tatsächlich gucken, ne, was haben wir noch nicht. Okay. Bei manchen Blogs, ich nenne jetzt mal so Kashi als Beispiel, der arbeitet, glaube ich, auch um 4 Uhr morgens, das machen wir nicht. Und daher machen wir das dann halt so, dass wir erstmal gucken, was ist und schreiben dann eine News. Um 10 Uhr haben wir eine Morgenkonferenz in der Redaktion, da sitzt dann die gesamte Redaktion zusammen. Es wird beschrieben, welche Seiten noch fehlen, es wird beschrieben, welche Online-Artikel den Tag gespielt werden, es werden ein paar Zahlen genannt zum Vortag, damit man sieht, was hat funktioniert, was nicht. Das ist nämlich sehr wichtig. Und anschließend wird dann gearbeitet. Also ich mache sehr, sehr viele Videos bei Computerbild, deswegen sieht mein Vormittag eigentlich immer so aus, dass ich unten in unser Studio gehe und mit dem Videoproduktionsteam die Sachen aufnehme, die vorher besprochen wurden. Das kann eine News sein, das kann ein Testvideo sein, was auch immer gerade ansteht. Und der Nachmittag ist dann meistens, aber auch nicht immer, frei für größere Themen. Also Beispiel, heute waren es dann ein paar Akkuspartipps für iOS 8. Axel Springer, der ja nun oder der Verlag ist ja nun, steht ja nun hinter diesen ganzen Produkten. Die Ja. verfolgen ja eine Digitalstrategie. Da erzielen wir jetzt ja keine großen Geheimnisse. Das heißt, bei euch gilt, wenn ich es richtig wiedergebe, online first. Und die, es gibt ja aber auch noch eine Computerbild. Heft, also physisch auf Papier, aber das ist sozusagen nachrangig, ne? Ihr, für euch ist wichtig erstmal online, ne?
Nein, das würde ich so nicht unterschreiben. Okay. Bei uns in der Redaktion, also das handeln die einzelnen Redaktionen unter der Axel Springer Dachmarke, handeln das für sich. Also okay. Es gibt keine konzernweite Ansage, so ist das zu machen, sondern die Chefredakteure entscheiden, wie ist das für mein Medium am besten, wie ausgewogen muss es sein, wie getrennt muss es sein. Und bei computerbild.de oder der Computerbild Print sieht das eben so aus, dass wir nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch alle zusammen sitzen. Es gibt also keinen Printflügel, keinen Onlineflügel. Und okay. Also wir sitzen alle ressortgeordnet zusammen. Telco, Sicherheit, was auch immer. Mhm. Und meist ist es dann so, dass gerade die Redakteure, die normalerweise Print machen, ihre Artikel mehr oder weniger direkt auf beide Kanäle spielen, weil viele Sachen einfach auch so zeitkritisch sind, dass man damit jetzt nicht bis zur VÖ warten kann. Es gibt Online-Redakteure, die sich nur um News kümmern, weil auch das ist viel Arbeit, landet aber am Ende nicht im Heft, weil es den Rahmen sprengen würde. Und um deine Frage kurz zu beantworten, nein, bei der Computerbild ist beides gleich wichtig. Also wir haben ganz wenig Überschneidungen auch bei unseren Nutzern. Das heißt, es gibt die treuen Printleser, die auch wirklich Bock haben auf ein fassbares Magazin mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Programme, die die DVD haben wollen, wo ein Film drauf ist, wo Programme drauf sind und so. Und die müssen genauso versorgt werden wie die Leute, die bei uns auf die Seite kommen und wesentlich aktueller und auch in anderen Formen irgendwas von uns lesen wollen. Das ist halt ein Geschäftsmodell, was ganz gut funktioniert, weil du hast auf beiden Seiten Leute, die genau das wollen. Bei computerbild.de, da gibt es ja noch vielleicht in Anführungszeichen kein Bezahlmodell. Das gibt es ja bei der sonstigen Bild-Online-Publikation schon teilweise. Mhm. Sicher kannst du da nichts drüber sagen, aber im Moment ist es so und es wird ja sehr viel Informationen auch preisgegeben über die Computerbild-Online-Sparte. Das ist eigentlich sehr angenehm. Bleibt dann wirklich noch ein interessantes Thema übrig für die Printausgabe? Ja, absolut. Also du hast natürlich Themen, die funktionieren online A schlechter und B ist einfach unglaublich viel Arbeit dahinter, auch mit externen Partnern. Und das spielst du dann eher online, weil du möchtest natürlich auch, dass die Inhalte, die so viel Arbeit gekostet haben, in Ruhe gelesen werden. Und immer unter uns, Online-Artikel werden in einer ganz anderen Geschwindigkeit und Intensität gelesen, wie das bei Print der Fall ist. Gescannt, das mag man das, also quergelesen sozusagen. Ja, genau. Ja. Und für Print hast du dann irgendwelche Teststrecken oder Labortests, die sehr ausführlich sind, die passen einfach sehr gut in so ein Printformat rein. Und die Anleitungen, die du in ein Heft reinschreibst, wo du zusätzlich die CD beilegst, wo dann dieses Programm auch noch drauf ist, das passt einfach besser zusammen als Artikel und Link. Weil die Leute, die, ich sag jetzt mal in die Tüte gesprochen, sich das Programm online suchen, brauchen seltener eine Anleitung, wie es funktioniert, weil die suchen es gezielt. Okay. Na gut, also jetzt haben wir so ein bisschen Verständnis für deine Arbeit bekommen, wie das abläuft in so einer Redaktion. Wahrscheinlich natürlich mit viel mehr Leuten. Du warst ja damals bei Apfeltalk zwar nicht Einzelkämpfer, es gab und gibt ja andere Redakteure, aber es ist natürlich schon, du warst insofern Einzelkämpfer, weil die Apfeltalk-Redaktion arbeitet verteilt über Deutschland und du hast halt bei dir zu Hause gearbeitet und die anderen Redakteure bei sich sozusagen. Mhm. Das ist schon noch ein anderes Arbeiten, als wenn man wirklich klassischen Redaktionsbetrieb hat mit Konferenzen und gemeinsamen Tischen und so weiter. Ne? Ja, absolut. Aber es ist ein angenehmes Arbeiten bei uns. Also wir sind ja in einem eigenen Büro in der Hamburger Hafen City. Und wir sind, ich glaube, knapp über 100 Leute verteilt auf die verschiedenen Aufgabenbereiche. Also ein Layout zum Beispiel macht bei uns sehr viel Personal aus, weil ein Print-Layout anzulegen, das kann man nicht mal eben so mit Photoshop, sondern das muss man schon können. Und dementsprechend hast du da auch mehr Leute. Das Labor ist riesengroß mit, ich glaube, 10 Leuten, die den ganzen Tag nur Sachen testen, Sachen installieren, Sachen umbauen, wie auch immer. Es ist schon eine Menge Arbeit und auch eine Menge Leute dabei, aber wenn man so ein Jahr dabei ist, und das bin ich jetzt, kennt man eigentlich jeden und das ist sehr schön. Das ist in Berlin bei der Bild zum Beispiel nicht der Fall. Da siehst du Kollegen, die hast du noch nie gesehen, obwohl die 10 Jahre da sind. Mhm.
Ja, verstehe. Okay, aber lass uns jetzt doch mal über das eigentliche Thema reden. Wir wollen ja so ein bisschen an diesem Feiertag so ein bisschen über die Geschichte reden, der iDevices. Und wir haben auch ein paar natürlich hier liegen, freundlicherweise von mir gesponsert. Genau. Teilweise Attrappen, teilweise aber, ja, siehst du, ja, genau. Wir haben aber also nicht nur Attrappen, wir haben auch echte Geräte liegen. Da wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Fangen wir ruhig mit dem ersten iDevice an. Das war nun mal, das war der iPod, aber wir reden jetzt natürlich über diese gemeinsamen Produkte, also ein Internet Communicator, ein iPod and a mobile phone. Also, you get it. Ne? Also über die Generation iPhone wollen wir reden. Da bist du übrigens auch wirklich prädestiniert als Gesprächspartner, weil ich habe mal kurz zurückgerechnet, dass du ziemlich genauso zu Beginn, also kurz bevor das iPhone, das Ur-iPhone herauskam, mit in die AppleTalk-Redaktion reingewachsen bist, wenn ich da Ja. richtig mich erinnere. Und da kam dieses Gerätchen hier raus. Ich hole es mal eben hier vor. Da ist es. Ne? Genau. Das ist das Warte Ur-iPhone. mal, ich nehme mal unsere. Ja, genau, das Wir ist doch haben ja die perfekt. Handcam, die Kerstin zwar mühevoll eingerichtet hat, aber jetzt ist eben mal so, dass wir die mal Genau. eben. Die hat sich leider verhakt. Und zu dem Zeitpunkt, da haben wir dann wirklich auch mal ernsthaft mitgekriegt, was das eigentlich bedeutet, also was so ein Device ausmacht, Das funktioniert übrigens, kannst du einschalten. wenn man das rausbringt, also einschalten, Also müsste man auch können, länger länger. drücken, ja. Ich glaube, der Akku ist geladen. Dann ist nämlich wirklich auch bei ApfelTalk ziemlich viel passiert. Doch nicht. Also so Nee, lange das dann doch ist nicht nicht. geladen, aber wir haben ja noch ein zweites. Und das ist das 3G, ja. Das Kommt später. Und da ist dann richtig was losgegangen bei uns, ne, Ja, damals mit also dem ich habe ja iPhone. 2008 angefangen, Anfang Ach 2008, wo so, das kurz danach. iPhone gerade vorgestellt wurde quasi. Und ja, ich habe das komplett miterlebt. Ich muss auch sagen, ich hatte bis auf das 5S hatte ich alle iPhones. Mal kürzer, mal länger. Und ja, das ist schon, das begleitet einen dann schon. Ne? Und man denkt auch tatsächlich dran zurück. Wenn ich jetzt überlege, welche Handys hatte ich davor? Zum Teil vergessen, zum Teil weiß ich es noch, aber wenige davon waren so ikonisch wie die iPhones. Das Motorola Razr, das erste, das blieb mir in Erinnerung, weil ich es einfach geil fand, so ein Klapp-Handy. Aber ansonsten vergessen. Mein letztes Handy davor war auch ein Sony Ericsson, wenn ich mich richtig, ja doch, auf jeden Fall ein Sony Ericsson. Und ja, von Smartphone konnte da nicht die Rede sein. Da war es wirklich schwierig, da eine Internetseite aufzurufen. Das ist wirklich revolutioniert worden damals von Apple. Das hat Steve Jobs ja auch in der Keynote damals groß und breit erklärt. Was ihn da wirklich störte an diesen Smartphones, in Anführungsstrichen, dass sie eben, wenn man mal was ändern möchte, zum Beispiel an der Tastatur, wovon das iPhone ja heute noch lebt, dass man das gar nicht kann, wenn das alles auf Hardware basiert und man das quasi gar nicht reinpatchen kann oder so. Und ich glaube, dass er damals wirklich mit seinem Team eine ganz hervorragende Idee hatte. Und das ist dann eben das iPhone geworden. Übrigens, bei dem ersten iPhone zeigen wir doch bitte nochmal den Kopfhöreranschluss Oh ja, oben. das war nervig. Das war total oben das Teil. Nee, nur bei dem ersten. Jetzt nicht das zweite. Das ist Da ja gab es das Erste. Ich will Adapter. ja nur was davor halten, damit man diese Einbuchtung da sieht. Vielleicht kann man es irgendwie So, darstellen. der ist so tiefer gelegt und da passte nur der originale Apple-Kopfhörer rein. Das war ein Skandal. Und dafür gab es dann, habe ich mir übrigens in den USA gekauft, in Las Vegas, dieses Teil hier, so einen Adapter, den man Ach, dann du hast da, den noch? Geil. ja, natürlich, nur für solche Sendungen hebe ich ja sowas auf. Ja. Der musste dann da reingesteckt werden, weil der passte dann, zack, richtig, noch ein Ja, Stück, noch ein mehr geht Schmackes, nicht. so, okay. Und dann konnte man einen, muss man sich mal vorstellen heutzutage, da wär doch, also das ist ein Dann hatte man Design-Fail. eine Antenne daran. Ja, genau. Endlich. Entweder eine Antenne oder eben, man konnte dann einen normalen Kopfhörer anschließen. Das muss man sich mal Ja, reinziehen. im Endeffekt kann man aber dann wirklich sagen, irgendwie haben die iPhones immer so ein Ding, was man, also jetzt in dem Fall wäre das dann Headphone-Jack-Gate gewesen, aber Gate war damals noch nicht so Nee, geläufig damals hat man das irgendwie. noch nicht so thematisiert. Da hat man Genau. das hingenommen einfach, ne? Dass es so Aber ist, wie es ist. Da war Gate es noch war ein Watergate. absolutes Unding. Ich weiß noch genau, als ich dieses iPhone bekommen habe, das war das erste, wo ich mich richtig drüber geärgert habe. Weil ich hatte andere Ja, Kopfhörer ich auch. und die passen einfach nicht. Ich auch. Ich bin Unglaublich. und ich hatte das Ding dann ja mit in den USA. Also ich, das war lustigerweise, das muss man dazu sagen, es gab es ja auch erst gar nicht in Deutschland, beziehungsweise nur als Telekom, also nur als Telekom-Kunde konnte Ja. man das bestellen. Und
Ich hatte es mir tatsächlich bei eBay gekauft aus den USA. Habe natürlich ein super Schnäppchen gemacht, habe ich immer. Aber ich habe nämlich tatsächlich den Dollarkurs bezahlt, also 1 zu 1 Dollar-Euro-Kurs. Was ich nicht bedacht hatte, ist, dass das dann beim Zoll lag und ich noch 1 Pfund Mehrwertsteuer bezahlen musste. Und damit war es dann teurer als das hier in Deutschland. Aber ich wollte halt keinen Telekom-Vertrag abschließen. Erinnerst aber du dich denn auch dran, dass auch die Preispolitik bei dem iPhone am Anfang richtig für einen Eimer war? Das gab's ja, das erste Modell gab es ja nur mit 4 GB, wenn ich mich nicht irre. Und das war richtig teuer. Und das haben sie innerhalb von wenigen Monaten schon wieder geändert auf 8 GB und weniger Geld. Ja, das war echt frech. Na, ich wollte nur sagen, ich hatte das Ding dann gekauft, war dann in den USA und hatte mich so geärgert, dass ich nur diesen beiliegenden Kopfhörer da benutzen konnte. Und der war einfach auch doof, ehrlich gesagt, und passte mir nicht in die Ohren. Und dann habe ich mir wirklich für ganz viel teures Geld, ich glaube, das hat $20, dieser Adapter, den wir da eben gesehen haben, $20 hat der gekostet. Und dann ging das endlich. Ne? Und auch nur Kopfhörer, Mikrofon ging nicht, das war nämlich auch noch das Problem. Kommen wir nun zu dem Thema auch nochmal, das Gate, Antenna Gate, gab es hier auch schon übrigens. Also hier bei diesem Gerät ist es nicht günstig verlaufen. Da hatte man ja nur hier im unteren Bereich quasi durchgehenden Empfang für die Antennen, also auch fürs 3G und auch für WLAN. Und das hat nicht ganz so gut funktioniert, was Apple dazu bewogen hat, das nächste Modell folgen zu lassen, was dann komplett Kunststoffrückseite hatte und einen besseren Empfang versprach. Richtig. Was übrigens auch nicht ganz hingehauen hat, aber besser war es schon. Doch. Aber heutzutage, wenn Apple so ein Produkt, also ich zeige nochmal eben kurz das andere, das heißt, glaube ich, wirklich nicht geladen im Moment. Ja. Die gehen eigentlich alle noch. Wenn Apple sowas rausbringen würde, würden doch alle wieder schreien, irgendwie Design-Fail. Damals haben die Leute das hingenommen, oder? Ja, weil es das auch in der Form nicht gab einfach. Ne? Apple war ja zu der Zeit, das muss man einfach so sagen, noch Vorreiter. Die Rolle haben sie heute so ein bisschen, teilen sie sich so ein bisschen mit anderen, wenn sie nicht sogar zum Teil schon verloren haben. Aber bei den iPhones, es war, wie es war. Und bei dem ersten iPhone war ja auch nur Edge dabei. Das heißt, von den Antennen her war das auch gar nicht so schlimm. Und ich glaube, beim 3G war es dann so, da war ja, deswegen heißt es ja überhaupt 3G und nicht iPhone 2, UMTS dabei. Und da passten die Antennen dann nicht mehr hinter so eine Aluschale. Ja, genau. Und man muss auch noch dazu sagen, das fällt mir gerade ein, wenn man mit dem iPhone 1 2007 Edge benutzt hat, dann war das auch echt okay. Also man konnte damit E-Mails abrufen, im Internet surfen und so. Versuch das bitte heute mal, wenn du jetzt Edge hast. Da funktioniert nichts mehr. Das ist unglaublich. Aber woran liegt denn das? Hast du eine Erklärung dafür? Überlastete Netze? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Aber jedes Mal, wenn ich Edge habe, dann stecke ich das iPhone weg, weil es hat keinen Zweck. Da kommt nichts mehr rüber, das stimmt. Also es hängt natürlich damit zusammen, dass man einerseits auch ein bisschen weniger Geduld hat, weil die Geschwindigkeit, an die man sich einfach gewöhnt, das wird sein, dann plötzlich verschwunden ist. Ne? Sozusagen, man steigt um auf eine Ente plötzlich von seinem Ferrari. Ja. Und das ist übel. Ne? Aber was ich hier eigentlich auch darauf hinweisen wollte, ist, dass damals, wenn man das jetzt mal hier von der Seite sieht, ich habe jetzt irgendwie nichts, was man hell dahinter stellen kann. Das sieht man, genau. Dass hier damals jedenfalls noch kein entscheidender Vorteil, was die Dicke des iPhones anbelangte, erzielt wurde mit der zweiten Generation, sondern es war einfach gleich dick. Es wirkte nur etwas handschmeichlerischer und etwas leichter, war es auch ein klein dick, als das Vorgängermodell. Ich habe mich jahrelang, muss man sagen, oder monatelang gegen das Schwarze jetzt gewehrt oder gesperrt, weil ich fand das Metallene angenehmer von der Haptik her und es lag plan auf dem Tisch, während das Schwarze ja eine abgerundete Rückseite hat und es immer leicht kippelte. Also natürlich lag es auch irgendwie plan, aber man sieht es ja hier auch, es liegt nicht wirklich flach auf dem Tisch. Der Grund ist mir nicht klar, warum Apple das gemacht hat. Ich glaube, das war eine Zeit lang so deren Designphilosophie. Ne? Man hat halt so kippelige Geräte gemacht. Das fand ich doof. Also hier ist sicherlich einerseits handschmeichlerisch. Dann das nächste ist, dass man tatsächlich theoretisch mehr Platz oder mehr Volumen in dem Gerät hatte für zum Beispiel einen größeren Akku, längere Batterielaufzeit. Und gleichzeitig aber doch das Handy etwas flacher wirkte, weil hier auch das einfach schwarz akzentuiert ist und man im Grunde genommen einem nur diese chromierte Kante ins Auge fällt und dass man das schon für sehr dünn hielt. Obwohl es genau gleich dick ist. Wie bei alten Zaubertricks, da läuft das ja auch so. Genau. Die Frage ist, hast du das gehabt, das 3G? Ja, ich hatte das
3G, 3GS, 4, 4S, 5 und dann von 5er aber auf 6er. Das 5S habe ich ausgelassen. Eigentlich blöd im Nachhinein, weil Touch-ID ist einfach die Offenbarung schlechthin. Also ich weiß nicht, wie ich vorher ohne klarkam, muss ich ganz ehrlich sagen. Die geht auch nicht. Das geht sogar wirklich ist kaputt. Mhm. Wir müssen nochmal eben, also bei den beiden Geräten war dann irgendwie klar, dass da fing dann diese Serie an, dass sie immer ein S sozusagen dazu brachten. Also immer ein Jahr später oder eine gewisse Zeit später. Ich glaube, diese Tonus ein Jahr gab es dann noch nicht. Das war aber so geschätzt ein Jahr später, gab es dann die S-Variante. Und auch da hat sich eigentlich, so zumindest aus meiner verklärten Erinnerung, niemand wirklich jemals richtig drüber aufgeregt. Dass im Grunde klar war, es kommt ein 3, nee, oder nach dieser Nummer mit einem 3S, es kommt jetzt ein 4er und wir wissen sowieso, danach kommt ein 4S. Das hat irgendwie niemanden gestört, obwohl es da eigentlich klar war, dass Apple im Grunde nur eine minimale Modellpflege macht dabei. Verrückt eigentlich, oder? Ich meine, was heißt minimale Produktpflege? Also bei einem Beispiel vom 5er, finde ich ja, also 5 und 5S sehen absolut identisch aus, sind aber überhaupt nicht zu vergleichen. Bessere Kamera, Touch-ID, Riesenthema, schneller, es war einfach das bessere Handy. Und ich glaube, das war beim 3GS auch so. Zu der Zeit, wo das 3GS rauskam, war ja gerade Turn-by-Turn-Navigation das Thema. Ja. Also Navigon, TomTom und wie sie alle heißen. Ja. Allerdings war das mit einem iPhone 3G völlig unmöglich. Man hatte den GPS-Chip drin, ja, aber versuch mal, Navigon auf einem iPhone 3G auszuführen. Das ist einfach nicht möglich, weil es zieht nach, es laggt, es stürzt ab. Und mit dem 3GS ging es dann wieder, weil ein neuer Prozessor drin war. Also die S-Modelle sehen gleich aus, sind aber eigentlich immer das bessere Gerät der Reihe. Konsequenterweise muss das auch so sein, aber es ist auch so. Okay. Ja, das glaube ich auch. Also ganz, das war jetzt auch eigentlich nicht mein Kritikpunkt, dass natürlich ein Gerät besser wird, also eine neue Generation, aber so dieses absolut nachvollziehbare Schema. Ab der 3er-Serie war klar, es gibt immer ein, wir wissen ja jetzt auch, es gibt ein 3S, ein 4S, ein 5S und es wird auch ein 6S geben und so weiter und so weiter. Ne? Bist du sicher? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt spekulieren darf. Natürlich, jederzeit, dafür sind wir hier. Also eigentlich müsste das iPhone 6S kommen nächstes Jahr, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Apple bei dieser Kamera bleibt. Weil das ist, also wenn ich mich in die Person Jonathan Ive reinversetze, der ja wirklich ein designbesessener Mensch ist, der kann nicht damit leben wollen, dass dieses Gehäuse diesen Störer hat, diese rausstehende Kamera. Ich finde das muss ein Kompromiss gewesen sein. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, wenn wir bei der Generation angekommen sind. Wir sind ja jetzt natürlich. Im Moment noch beim 4. Aber mir ging es ja nur darum, dass dieser Tonus unter Umständen dadurch unterbrochen wird, dass sie das Design beim 6S oder dann 7 unter Umständen doch nochmal verändern werden. Okay. Vielleicht. Hier haben sie zum ersten Mal radikal was verändert. Das hat ja eben auch damit zu tun, dass sie versuchen mussten, die Antennen zu verbessern. Das ist jetzt noch das 4er, ne? Nee, das ist das 4S schon. Ach, das 4S, genau. Ja. Also man sieht das hier an diesen schwarzen Unterbrechern. Genau. Das 4er hat den oberen nicht. Also oben, dreh nochmal zurück. Ja. Diesen Strich hier, den gibt es beim 4er nicht. Genau. Und, so schlau, weißt ne? Das ist was hier, lachst du überhaupt, Chris? Das ist hier auch. Was das ausgemacht hat. Ja. Etwa dieser eine Strich. Ja. Naja, Antenna-Gate, um es kurz zu sagen, kannst du mal eben vorfinden, nehmen wir mal an, es wäre ein Vierer, in welchem Zusammenhang das Antenna-Gate stattfand, weißt du noch, was passieren musste? Genau. Ja, also man, wie hieß das noch, der Todesgriff oder wie hieß das noch? Grip of Death oder Grip so? Grip of Death, genau. Ja, man musste es so in die Hand nehmen, genau, und dann war einfach Ende Gelände. Heute reicht es ja, wenn man sich einfach zu früh ein Update aufspielt, dann hat es auch Ende Gelände. Genau, dann passiert das auch. Also wird von Apple auch neuerdings softwaremäßig gelöst. Und genau, da brauchen sie gar keine Hardware mehr für. Machst du es wieder, wenn jetzt irgendwie 8.1 oder so rauskommt oder wartest du so einen halben Tag? Ich warte ab. Ich auch. Ich weiß, dass das wäre mir vorher nicht eingefallen. Ich weiß, hier unser Spezifikator Olli, der ist immer ganz heiß auf Updates, obwohl wir ja predigen aber es hat keinen Sinn. Also nicht nur bei Olli nicht, das meine ich auch gar nicht böse, sondern es hat einfach keinen Sinn zu predigen. Die Leute sind so geil auf Updates, die machen es einfach. Und dann letzte Woche wurde er dadurch gerettet, dass er sein iPhone eben schön runtergespielt hatte auf unter 50% und dann war das Update nicht möglich. Und darüber hinaus wurde er noch gerettet, weil er noch gar kein 6er iPhone hat. Aber kommen wir nochmal zur Antenne.
Antennagate zurück, weil ich möchte doch nochmal klar machen, dass Apple da einen Fail gemacht hat und den runtergespielt hat. Ne? Es, wurde es war ja recht schnell klar, der Empfang geht runter. Man konnte das wirklich nachvollziehen, ne? Indem man das so gemacht hat, wie Jesper das gerade angefangen hat. Und auch da hat Steve Jobs ja gesagt, das geht bei jedem Handy. Genau. Das ist so, das ist, glaube ich, deren erstmal so die Standardklausel, die rausgehauen wird. Das geht bei allen. Ja, es war ja noch schlimmer. Also Steve Jobs hat ja sich nicht entschuldigt dafür, sondern sie haben, also sie haben zwei Sachen gemacht, nee, drei sogar. Sie haben als erstes haben sie erklärt, wie man es halten muss. Nein. Sie haben als erstes Journalisten in ihre Phone-Test-Center gelassen, also wo man sehen konnte, wie diese Geräte getestet werden, also die Empfangs- und Sendeeigenschaften. Dann hat Steve Jobs in der Tat gezeigt, wie ein Telefon zu halten ist. Und dann, und in dem Zusammenhang auch gelästert über die anderen, also sie haben tatsächlich ein Video rausgebracht, wo sie Konkurrenzprodukte gezeigt haben, die auch angeblich so ein Problem hatten. Und dann haben sie noch als letztes, und damit war klar, sie haben wirklich gefailed, haben sie einen Bumper verschenkt für jeden, der es haben wollte. Also die, damals gab es ja diese Bumper, die kostete 29,90, kosten ja heute immer noch. Also irre teuer für so ein Stück Plastik. Mhm. Und das haben sie aber verschenkt, und zwar, ich glaube, sogar nur den schwarzen, wenn man sich gemeldet hat. Ich habe mir auch so einen bestellt, einfach weil ich gesagt habe, wenn die das schon verschenken, dann will ich sie auch maximal schädigen. Und dann ich habe, glaube ich, das von Speck genommen. Weißt du noch, wer das du genommen hast? Ich wollte das Speck-Case haben. Ich habe den Standard-Bumper, den es von Apple gab. Ich habe auch diesen Bumper gekriegt, und das hatte den unglaublichen Vorteil, dass sich unter diesem Bumper so extrem viel Schmutz gesammelt hat. Oh, ja. Und dann dadurch erst recht diese Seite hier, diese schöne Edelstahlseite, völlig verschrabbelt war. Ja, das war sie, das stimmt. Also es war auch fair. Im Nachhinein muss man sagen, beim iPhone 4 und beim 4S war es so ein bisschen Patina, finde ich. Ja. Also das gehörte einfach dazu. Beim 5er wiederum, da kommen wir ja gleich zu, da hat es mich dann genervt, weil das war zu einfach. Ja, das stimmt. Also wir wollen nur kurz sagen, das war ein großer Fail und Apple hat es nie richtig zugegeben, aber es war so. Und sie haben ja auch das Antennendesign dann überarbeitet beim 4S. Muss man ja sagen. Mhm. Seitdem, und da gab es diese Probleme dann ja auch nicht mehr, weil eben eine zusätzliche Linie dazu gekommen ist und dann war das Problem gegessen. Genau. Und ist dann, dann hat man das Design, achso, und dann kam, war das, jetzt muss ich kurz überlegen, war diese Nummer, wo irgend so ein Mitarbeiter das Ding in der Kneipe liegen lassen hat, war das das 4S oder war das 4? Das 4. Das war das 4er sogar. Das 4er sogar, ne? Ja. Genau. Weil das ja der gleiche Formfaktor im Prinzip geblieben ist. Stimmt, genau. Und das war schon ein deutlicher Unterschied zu diesem. Da wurde es auch erstmals flacher, zwar nur ein Millimeter oder anderthalb, aber immerhin. Und da im Gegenzug aber auch deutlich schwerer. Das muss man sagen, das 4er und das 4S war schwerer als das 3G und 3GS. Aber ich finde, ein haptisches Highlight. Also ich habe es wahnsinnig gerne benutzt. Ich fand es wirklich, wirklich gut. Es, also haptisch eher weniger, finde ich. Also findest du? Okay. Das ist so nicht gerade der Handschmeichler, aber es hatte eine unheimliche Wertigkeit. Ja, das genau. Ich habe das wirklich lange und gern gehabt. Und meine Frau hat das auch immer noch. Und muss ich immer sagen, also wenn ich das noch wieder zu fassen kriege, das hat also eine wirkliche Wertigkeit. Auch, das ist eigentlich das Wertigste überhaupt von allen jetzt. Finde ich auch. Ja. Muss ich unterstreichen, wenn man vom Dreier kommt, aus der Dreier-Serie und das Vierer in die Hand, war sofort klar, okay, das ist wertvoll. Naja, also wie gesagt, der Typ hat das verloren. Das war ja auch ein Riesenskandal, weil das war ja das allererste Mal, dass ein Apple-Produkt geleakt wurde, richtig? Also es gab ja vorher diese Leak-Szene schon so ein bisschen, aber nicht so in dem Maße, wie wir das heute kennen. Und das war das erste Mal, dass ein Gerät im Prinzip komplett bekannt war und Steve Jobs ja auch auf der Keynote darauf eingegangen ist, indem er gesagt hat, you may have seen this, but you haven't seen nothing yet, so ungefähr. Also ihr habt es ja gesehen, und es ging ja auch wirklich juristischer Skandal. Der wurde ja, ich weiß gar nicht, welches Blog das war, die das Gizmodo. Gizmodo, die wurden dann ja auch juristisch belangt und wurden ausgeladen, und das war ganz, ganz schlimm. Die sind auch heute noch nicht bei eBay zu sehen. Also das ist, glaube ich, eine Sache für die Ewigkeit. Ja, ich glaube auch, wenn man es dann einmal verscherzt hat mit Apple, dann ist es vorbei. Aber es war natürlich ein Fail auf beiden Seiten. Also klar, wenn so ein Ingenieur das da irgendwo in der Kneipe liegen lässt, das geht natürlich gar nicht. Andererseits wiederum dann das so auszuschlachten, wie das dann dieses Blog gemacht hat, das war auch nicht korrekt, und dann da auch richtig Geld mit verdient haben. Naja, also Vierer-Serie. Es war halt, dass das Problem war einfach die Tatsache, dass das ein illegal beschafftes Gerät war. Richtig, genau. Und
Und ist es natürlich auch eine journalistische Minderleistung zu sagen, dann schlachten wir das jetzt aus. Also das hätte durchaus mal bei Apple vorher landen können. Ich kann es irgendwie verstehen, aber wenn man jetzt überlegt, die haben dann 2009, wenn ich mich jetzt nicht irre, die Klicks ihres Lebens gehabt. Ja, natürlich. Und dann nie wieder. Dann war es das halt irgendwie. Spielt die noch eine Rolle? Nee, eben. Also The Verge ist einfach deutlich stärker geworden und das Problem bei Gizmodo war dann auch einfach, dass sie wirklich davon ausgegangen sind, dass die Leser, die wegen dem iPhone 4 auf die Seite kommen, treue Stammleser bleiben. Wer die Online-Welt ein bisschen kennt, weiß, dass das so nicht funktioniert. Kommen wir doch noch mal ein bisschen zu dem Design. Was möchtest du denn eigentlich machen? Ja, ich will, du musst ja nur die Kamera da hinhalten. Ne? Ja, das ist Spaß. Sag mir doch, was ich machen soll. Noch ein bisschen weiter weg, noch ein bisschen. Ne? So, einfach und jetzt schalten wir mal drauf, Kerstin, ne, bitte. So, ja, gut. Also hier sehen wir das Ur-iPhone. Worauf ich hinaus will, ist, dass bei aller Veränderung bei diesen iPhones eines im Grunde genommen bis heute absolut gleich geblieben ist, und zwar die Vorderseite, auch das Haupt-User-Interface, also der Touch-Display und dieser Home-Button hier, ist also von Generation zu Generation praktisch identisch geblieben. Hier kann man es jetzt nicht so gut sehen, weil es das Weiße ist. Leider hast du ein Weißes. Du kannst Entschuldigung, schauen. Kommt nicht wieder vor. Genau, und jetzt kommt dann auch gleich hier noch das nächste ins Spiel. Immer noch genau das gleiche Aussehen. Das ist ja etwas größer geworden. Man sieht jetzt, wenn ich das andere mal hervorhole dazwischen. Dahinter. Aber da ist Apple immer gleich geblieben. Also einmal dieser runde Home-Button hier unten, die hier haben Touch-ID inzwischen und das Display. Und mehr an Schaltern gibt es kaum. Ne? Also an der Seite natürlich auch relativ gleich geblieben. Diese Hebel, die werden dann aber jetzt bei dem nächsten dann anders. Bei dem 6er, was dann später kommt. Und das finde ich eben stark, dass das Interface immer das gleiche geblieben ist. Und das war auch so das Kernfeature eigentlich, was Steve Jobs damals mit der Ankündigung für das Ur-iPhone eben von sich gegeben hat. Und es ging ihm darum zu sagen, wir haben ein veränderliches Interface. Mit jedem Software-Update ist das iPhone wieder neu auf den neuesten Stand gebracht und für jede App gibt es das eigene User-Interface dadurch durch diesen Touch-Display eben möglich. Und mehr als einen Schalter auf der Vorderseite und einen Home-Button hier, Ausschalter und Home-Button, gibt es im Grunde genommen nicht, um das Ding zu bedienen. Und natürlich der Daumen. Who needs a stylus? Genau. Yuck. Genau. Jetzt habe ich ja auch nochmal das iPhone 5 irgendwie in die Hand genommen. Das käme ja jetzt sowieso als nächstes in die Reihe. Ja. Ich muss echt sagen, so, also ich habe jetzt seit 2 Wochen das 6er, nicht das 6 Plus, das 6er. Aber das 5er, das lag tatsächlich sehr gut in der Hand. Das ist irgendwie wirklich, wirklich genau die richtige Größe für eine Hand. Ja. Ich habe beim normalen 6er habe ich Schwierigkeiten. Ganz kurz nochmal zurück, das 4S hatte damit zum ersten Mal auch schon Retina-Display. Ne? Das stimmt, müssen wir nochmal eben noch an der Stelle erwähnen. Und dann kam der Christian mit diesem 5er um die Ecke. Ne? Also wir haben das ja damals vorstellen können in unserer Apfelshow, die wir damals noch gemacht haben. Auch, ich glaube, nee, da warst du noch nicht dabei, das kam später. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall. Obwohl, da muss ich ja schon dabei gewesen. Wir haben ja die Kino zum 5er haben wir ja schon zusammen gemacht. Ach doch, genau, das, aber nee. Doch, natürlich. Das war zum 5S. Doch, doch. Nein, 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 nein. 5S doch. Nein, 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 nein. Nicht egal, auf jeden Fall wissen wir jetzt gerade nicht, wir sind schon. Nein, ich weiß es. Blödet, aber du hast jedenfalls dieses 5er mitgebracht, Christian. Dann haben wir, habe ich gedacht, den haben sie verarscht, dem haben sie einen Dummy mitgegeben. Ne, weil das so leicht war im Vergleich zu dem 4er. Ne, das 4er, also haben wir gerade drüber gesprochen, 4er, 4S, diese Wertigkeit. Auch dokumentiert durch das Gewicht und plötzlich dieses federleichte 5er, was wirklich praktisch nichts wog im Vergleich zu dem jedenfalls. Ne? Also man, ich weiß gar nicht, weiß das einer gerade aus dem Kopf, wie viel Gramm das Unterschied war? Technischen Daten machen wir mal nicht. Olli fehlt uns. Guck mal kurz nach. Olli fehlt. Das iPhone 4S wog 140 Gramm. 140. Mhm. Und das iPhone 5, das wiegt, bitte sei gleich, liebe Tabelle, 112. Es sind also 28 Gramm Unterschied. Ja.
Ja, und ich habe wirklich gedacht, also ich hatte den Eindruck, ich habe eine leere Hülle, ja. so wie diesen Dummy hier jetzt, der ist übrigens aber auch, der ist schwer. Ich glaube, der ist vom Gewicht her ähnlich, also die haben den angepasst. Und das war wirklich erstaunlich im ersten Augenblick, ne, für mich. Das war ein großer Unterschied, habe ich gedacht, das geht ja gar nicht. Und man hat ihnen einfach abgekauft, dass sie bei dem iPhone 5 die Größe deshalb so gewählt haben, weil es die perfekte Größe für den normalen menschlichen Daumen ist. Man hat es ihnen einfach geglaubt. Ja. Heute guckt man sich diesen Werbespot an und denkt, war es ihnen vielleicht nicht möglich oder war das so eine Entscheidung, die Steve Jobs durchgesetzt hat, obwohl alle anderen es nicht mehr wollten? Ich meine, es muss ja irgendeinen Grund haben, warum sie sich jetzt komplett von 4 Zoll verabschiedet haben. Ja, klar. Ich glaube, das kann man heutzutage einfach, das ist einfach so. Die Dinger werden größer. Alle anderen Hersteller haben das gemacht. Also es gibt, glaube ich, keinen Hersteller, der mehr ein kleineres als ein über, also 4, irgendwas hat. Also meistens haben wir 4,9 oder so oder 4,7. Ich glaube, das bleibt gar nichts anderes übrig. Und selbst wenn Steve Jobs noch leben würde, man hätte den überstimmen müssen. Man hätte sagen, das hat keinen Sinn mehr. Wir müssen die Dinger bringen, weil sonst kauft es keiner mehr. Was hättest du denn gesagt, wenn das 6er jetzt 4 Zoll gehabt hätte? Ehrlich gesagt, ich wäre sprachlos gewesen, hätte gesagt, nein. Also, da reden wir gleich nochmal drüber, spreche mich da gleich nochmal drauf an. Ich würde jetzt gern kurz die Serie fortsetzen. Also, wir sind beim 5er und 5S. Da ist ja wieder dasselbe Spiel gewesen. Also, beim 5er damals habe ich mich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, es gibt kein goldenes. Das kam dann ja, aber Moment, da darf nicht mehr drüber gelacht werden, das ist vorbei. Ja, stimmt. Und da war ich dann ja, das war für mich ja einer der größten Schocks, weil ich das nicht verstanden habe. Ich muss aber auch dazu sagen, ich gehe eigentlich normalerweise sehr analytisch an diese Sache ran und überlege, was ist sinnvoll, was können die machen. Und ich habe mich in diesem Vorfeld der 5er-Releases habe ich mich einfach blenden lassen durch Meinungen. Da gab es Meinungen, nein, das wird Apple nie machen, das wäre Blödsinn und bling bling und so weiter. Wäre ich da analytisch rangegangen, wie ich es eigentlich immer tue, dann wäre mir auch klar gewesen, ja klar, die machen das einfach, weil es einen riesen Markt dafür gibt. Ne? Und beim 5S ist es jetzt klar und in diesem Fall, es wundert mich tatsächlich, und das meine ich gar nicht lustig oder so, dass es kein goldenes iPad gibt oder champagnerfarbenes iPad gibt, weil das im Grunde in dieselbe Kerbe schlägt und dafür auch ein Markt da ist. Und sie können es ja offensichtlich schon verarbeiten, diese Materialien. Es gibt ja auch schon jetzt Spekulationen, dass das nächste MacBook Air eben auch schon so quasi gold-eluxiert daherkommen soll. Bei der Apple Watch mal kurz eingeschoben, haben sie es jetzt nochmal auf die Spitze getrieben. Da verkaufen sie dann wirklich dann echtes künftig Gold. Echtes 18-karätiges Goldgehäuse. Es sind Accessoires geworden, die auch die iPhones und auch so ein MacBook Air. Deswegen halte ich das für relativ wahrscheinlich, dass so ein goldelixiertes MacBook Air rauskommen wird, ein kleines, was also ganz nett aussieht bei einer Dame, die unterwegs ist vielleicht, ne, die sowas gerne haben möchte, die das anspricht. Ja. Und wir haben damals eben von unserem Geschmack auf alle Geschmäcker geschlossen. Genau. Und das darf man einfach nicht tun. Ne? Das darf man nicht tun, genau. Das war der Kardinalfehler. Ja, genau. Inzwischen ist das kein Thema mehr, finde ich, und soll es auch nicht mehr sein. Mhm. Die Frage ist jetzt einfach, iPhone 5S war im Grunde für mich klar, 64-Bit war der entscheidende Schritt und der Touch-ID-Sensor. Das waren die beiden Sachen. Kamera, würde ich sagen, ist für mich nicht so, das ist klar, da gibt es immer irgendwie ein Update, mehr Megapixel, andere Linsen, optische Stabilisierung, was auch immer. Für mich war entscheidend der Touch-ID, wie du ja eben auch sagtest, Christian, und eben 64-Bit, wobei 64-Bit nicht heißt, das Ding ist schneller. Mhm. Das heißt es nicht. So. Nee, das hat halt mit der App-Architektur zu tun, genau. Aber ganz ehrlich, so unter uns, also vielleicht merke ich es nicht, weil es ja nirgendwo gesondert erwähnt wird, dass das jetzt mit 64-Bit läuft oder dass eine App darauf optimiert ist, aber ich glaube, ich kriege das gar nicht mit, dass das Telefon das kann. Nee, kriegst du auch glaub. Nicht. Weil, ganz ehrlich, weil... Also ich habe ja auch Apps entwickelt oder tue es ja auch noch gelegentlich. Du merkst es selbst beim Erstellen nicht. Ich glaube, das geht um Speicherbedarf. Also deine App kann mehr Speicher adressieren, was bis dato schwierig war, weil das iPhone nur 64 GB hat und RAM ja sowieso nur 1 GB. Also auch in der Entwicklung spielt das zumindest für die Billo-Apps, die ich da so mache, die einfachen Dinge, spielte das keine Rolle. Also spielt dann schon noch eine Rolle, wenn wir jetzt zu den 6er kommen, was die Leistungsfähigkeit der Kamera anbelangt, ne, die Aufzeichnung auch dieser enormen Datenmengen, die dann dazukommen, wenn man so eine Aufnahme macht und dann eben mit dieser wirklich irren
Aufnahmegeschwindigkeit. Also 240 Bilder pro Sekunde Film. Also fast das Zehnfache, nicht ganz das Zehnfache. Das ist irre. Ne? Also das ist wirklich, damit kann man ernsthaft richtig gute Slow-Mo-Aufnahmen machen. Ja. Und das kombiniert eben auch jetzt bei dem 6 Plus hier mit dem mechanischen Bildstabilisator sozusagen, ne, der, ja, das, wo sich die Linse tatsächlich bewegt, noch, ja, um das zu stabilisieren. Ja. Da hat man dann Aufnahmen gesehen während der Keynote und auch in diesen Filmen, die es da eben darüber gibt. Das ist schon sehr stark. Das hat man früher total angezweifelt, dass das möglich ist, so eine, ja, Stabilisierung. Aber mittlerweile glaubt man es denen auch so. Und dazu braucht es, also um diese Daten dann aufzunehmen, ne, dazu braucht es eben auch eine schnelle Architektur. Ich würde gar nicht so gerne, wir haben ja viel und ausgiebig über das iPhone 6 geredet, also schon in den Sendungen vorher, deswegen würde ich jetzt eher noch mal über die Leaks sprechen, denn wir selber haben ja den Dummy hier auch liegen, den haben wir ja schon vorher gehabt. Gib doch noch mal eben kurz dein originales 6er. Ja, das 6er. Ist das 6er hier, bitte. Wenn ich da kurz eingreifen darf. Auf jeden ich Fall, würde dafür mal total da. Interessieren, vielleicht in den Kommentaren oder so, das ist ja leider nicht live diesmal, aber ich lese die auf jeden Fall, ob aus Kunden- und Lesersicht diese Leaks so nerven, wie sie mich als Journalisten nerven. Ich habe das früher wirklich selber noch genossen und gut gefunden, dass ich die Geräte vorher nicht komplett kannte. Und die Tatsache, dass man jetzt wirklich Monate vorher jeden Tag was Neues hört, jedes Bauteil einzeln zu sehen kriegt, einen Monat vor der Keynote das Gerät als Dummy bestellen kann. Ich finde das, irgendwie stört mich das. Nicht nur als Dummy, wir haben ja auch ein funktionierendes. Nenn es doch beim Namen, es ist scheiße. Ja, einfach. Nein, ich kann das doch ganz. Und das ist eben der Unterschied zu den früheren Generationen. Das iPhone genießt, warum auch immer, oder durch geschickte PR von Apple, einen enormen Ruf. Egal ob gut oder schlecht, es genießt einen Ruf, es ist bekannt und man weiß, okay, Apple bringt ein neues iPhone raus und damit wird es interessant für Tech-Blogs. Es wird aber natürlich auch interessant, es muss ja irgendwann irgendwo hergestellt werden. Das wird ja nicht hergestellt, wenn die Keynote stattfindet, sondern die Produktion läuft ja Monate vorher schon an. Das heißt also, Monate vorher liegen diese Teile irgendwo rum. Und natürlich gibt es Chinesen, die das herstellen, es wird ja in China alles hergestellt derzeit, die sich damit Geld verdienen, diese Teile an irgendwelche Tech-Blogs zu verkaufen oder auch nur die Bilder zu verkaufen. Und solange dafür Geld bezahlt wird, und zwar nicht zu knapp, weil irgendein Honk dann ein Video macht davon, irgendein Tech-Honk, der dann Millionen Klicks damit verdient. Und solange die Chinesen dafür bezahlt werden, dass sie das aus den Fabriken rausschummeln, wird es das immer, immer, immer weiter geben. Das ist einfach so. Das sind auch wieder die Geister, die Apple halten, eigentlich... Mich stört's tatsächlich. Ja, mich stört's. Das sind auch. Aber auch die Geister, die Apple tatsächlich rief. Einerseits natürlich auch aufgrund dieser vorherigen stringenten Geheimhaltung, dass man so gut wie gar nichts mitbekam und dann schon teilweise den Eindruck hatte, ja, das wurde jetzt praktisch absichtlich lanciert. Wie damals zum Beispiel bei der Schneekönigin, diesem iMac mit einem Halbkugel unten dran und so weiter. Habe ich schon die Vermutung, das wurde einfach mal so ein bisschen geleakt, ja, klar, um schön Publicity zur Kino zu bekommen. Aber es ist schlichtweg nicht machbar bei den großen Stückzahlen, die jetzt einplanen und eintakten müssen, sowas unter dem Deckmantel der kompletten Verschwiegenheit zu machen. So ähnlich wie die Mondlandung, richtig, die muss halt allein deshalb schon original stattgefunden haben, weil man einfach nicht diese Menge an Leuten dazu verpflichten kann, die Schnauze zu halten. Und die Zeiten haben sich geändert. Ich sag mal, also A, genießen die anderen Handyhersteller nicht so eine Aufmerksamkeit im Produktionsprozess. Also da interessiert es einfach nicht, wie das Samsung es sowieso hergestellt wird, sondern da interessiert es dann, wie es ist, wenn es da ist. Ja. Und Jesper hat eben den entscheidenden Satz gesagt. Wir haben eins vergessen. Genau, das 5C. Wobei Samsung da auch mit offenen Karten spielt. Na, aber ich gebe Jesper absolut recht, das hat einfach mit der Menge an Menschen zu tun. Und das kann man sogar belegen daran, dass bei der letzten Keynote alle wussten, wie das iPhone aussieht, aber keine Sau eine Ahnung hatte, wie diese Apple Watch denn final aussieht. Ja, und das liegt einfach daran, dass die eine ganz, ganz kleine Produktion davon gefahren haben und wahrscheinlich... Logisch. Die Geräte, die da vor Ort waren, alle waren, die es überhaupt gab zu dem Zeitpunkt. Ja, natürlich. Das ist doch klar. Also wir haben ja auch über die Leaks berichtet und natürlich haben wir das Gufon, diesen funktionierenden Fake getestet. Du suchst es, das steht hier. Verzweifelt am Suchen. Ah ja. Da ist es. Gleich das Regal alle. Ja, jetzt haben wir keine mehr. Das war ja so ein funktionierender Klon sozusagen, natürlich Android-basiert, aber immerhin ich glaube, das geht sogar an, aber der Akku ist, glaube ich, extrem leer. Die Sache ist die,
wir haben dafür kein Geld bezahlt, kann ich gleich sagen. Also wir haben, wenn wir berichtet haben, ich habe auch sehr darauf geachtet, wirklich nur die Maximal-Leaks zu zeigen. Also so ein Gufon zum Beispiel oder wenn der Akku ist leer, das geht gleich wieder aus. Mhm. Oder wenn eben ein extrem großes Bauteil gezeigt wurde oder meinetwegen soll ich sagen, das haben wir dann gemacht. Aber so jede Schraube, die da teilweise, es gab Webseiten, da konntest du jedes Bauteil sehen. Das ist Bullshit, ganz ehrlich, das ist auch uninteressant und das nervt mich als Journalisten genauso, weil das hat gar keinen Nachrichtenwert, ob da jetzt eine Schraube rausgekommen ist oder nicht. Da kommt halt deine Tätigkeit als Journalist wirklich zum Tragen, dass du sagen musst, okay, ich persönlich finde das jetzt wirklich irrelevant, aber wollen meine Leser das vielleicht? Muss ich das bringen, weil da ein Interesse besteht? Und da lautet die Antwort, und das war auch bei Apfeltalk damals so, leider oftmals ja. Und man selber denkt, Leute, nee, also so ein Kamera-Flachbandkabel ist doch, das ist doch wirklich. Nee, also egal. Da bin ich inzwischen auch arrogant, sage ich mal. Das wird mir ja auch oft vorgeworfen. Als Journalist habe ich eine gewisse Chronistenpflicht, ganz klar, aber ich kann auch filtern und ich bringe nicht das Flachbandkabel und auch wenn es sich 100-mal die Leser wünschen. Ich zeige Leaks, wenn sie in einer Form interessant sind, von der ich glaube, die sind interessant für unsere Zuschauer und Leser, aber ich zeige garantiert nicht jedes Bauteil und ich bin dafür auch angegangen worden, das ist auch in Ordnung, könnt ihr gerne machen. Das Gufon mussten wir zeigen, weil das so skurril war, einfach. Das hat dann wieder so ein bisschen, das hat dann zwar in dem Sinne keinen Nachrichtenwert, das ist eine großartige Neuigkeit, aber das ist so skurril, das muss man zeigen. Und den Dummies natürlich auch, weil wir dann einfach ganz klar wissen wollten, wird es wirklich so aussehen? Ne? Sind die so dreist, dann bringen die Dinger raus. Ne? Also eine Grundspannung gab es trotzdem, weil wir das einfach immer noch nicht fassen konnten, dass es tatsächlich schon so weit geht, dass man quasi das komplette Ding schon vorab sehen kann, bevor diese Keynote stattfindet. Die also diesen Mythos hatte, dass dort wirklich Neuigkeiten präsentiert werden. Diesmal ist es, wie eben schon erwähnt, mit der Apple Watch gelungen. Und mal sehen, wie es so weitergeht. Richtig. Und das Bimmeln, was ihr hört, ist, dass die Sendezeit zu Ende ist. Und deshalb vielen Dank, Christian, ein weiteres Mal, dass du unsere Sendung bereichert hast. Ja, immer wieder gerne. Wir haben einen kleinen Abriss durch die Geschichte gemacht, aber wir haben hauptsächlich auch über die ganzen Leaks gelästert. Wir haben fast alle Geräte zeigen können zumindest. Und wir werden natürlich auch nächste Woche wieder eine Sendung für euch haben. Nein, das stimmt nicht. Nächste Woche haben wir keine Sendung für euch und die übernächste auch nicht. Das wissen wir zumindest noch nicht, weil da bin ich in den USA. Und kann auch nicht versprechen, wir versuchen natürlich unser Bestes. Ja. Das werdet ihr dann erfahren. Auf jeden Fall, Christian, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wenn ich könnte, würde ich hier in dem Monitor leben. Aber ist klar. Das würden wir dir nicht wünschen. Nein. Also, vielen Dank. Und vielen Dank, Kerstin, für die viele Arbeit, die du immer für uns machst. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Und jetzt ran an die iPhones und ein bisschen telefoniert. Macht's gut. Tschüss. Ciao.